Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Strahlen Diamant und Leuchte Perle Video. Was geht ab, Leute? Ich habe versucht, so gut es geht, alle Leaks, die es gibt, in ein Video zu packen. Ich habe alle Screenshots rausgesucht, die ich gefunden habe. Ich habe alles so bei dem Twitter-Account von Eclipse gefunden. Alles, was ich so an Screenshots zeigen kann. Das sind auch Videos, die kann ich nicht zeigen. Das ist Gameplay. Ich zeige euch einfach nur ein paar Screenshots. Ja, und wir können ein bisschen darüber spekulieren bezüglich Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Das heißt, basically haben wir alle Leaks, die geleakt worden sind, in diesem Video. So gut es eben geht. Als allererstes sehen wir hier das Game Case von innen. Finde ich, sieht sehr, sehr schön aus mit der Karte im Inneren. Nichts Besonderes, aber sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann sehen wir, wir bekommen von den Arena-Leiterin keine TM, sondern wir bekommen TMs, okay? Wir bekommen Mehrzahl TMs. Das heißt, natürlich, viele TMs können wir ja über den Untergrund farmen. Allerdings bekommen wir solche wahrscheinlich einmaligen TMs mehrfach. Ich habe keine Ahnung, was für eine Anzahl, wie viele wir da bekommen werden. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir hier die Trainerkarte. Die sieht sehr, 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 sehr cool aus bezüglich Contest Ranks, Puffin Making Sessions, wie viele Fossilien ihr ausgegraben habt, wie viele Statue-Varianten ihr habt, wie viele Battles ihr allgemein im Battle Tower gemacht habt. Sehr, 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 sehr cool für 100% Spieler. Kann man echt nichts gegen sagen. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Wird sehr, sehr cool sein auf Casual-Basis. Die Games sehr nice zu erkunden. Als nächstes haben wir hier ein Overview von allen 493 Pokémon. Und ja, es sind nur 493 Pokémon. Wir haben natürlich die Rotom-Form und so weiter, die es, glaube ich, in Diamond und Pearl noch nicht gab. Sondern erst in Platin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die haben wir aber hier. Die seht ihr hier. Die seht ihr gar nicht, weil meine Facecam davor ist. Die seht ihr hier hinter mir. Dort seht ihr zum Beispiel die Rotom-Form. Dann die Deoxys-Form etc. Aber ja, wir haben safe, außer es kommt noch ein Patch oder so, safe nur diese 493 Pokémon. Als nächstes haben wir hier eine Auswahl an Items, die wir sehen können, was auch sehr interessant ist. Ein paar sind hier ausgeblurrt, ich weiß nicht. Wir haben hier auch wieder hinter mir, perfekt, den NDS-Sound-Dingens. Das heißt, wir können die NDS-Sounds benutzen. Wir haben hier über mir da oben, haben wir auch Pokeradar. Es gibt auch wieder Pokeradar als Shiny-Hand-Methode. Allerdings sind zum Beispiel Items wie Beulenhelm etc. nicht in dem Spiel vorhanden, weil die erst in Gen 5 gekommen sind. Und das könnte sehr interessant werden bezüglich Competitive, weil so Sachen wie die Plateauschuhe oder Beulenhelm etc. auf jeden Fall essentielle Items sind, die man fast nicht mehr wegdenken kann und hier in dem Spiel tatsächlich fehlen. Das ist sehr, sehr interessant. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ist quasi wieder eine neue Meta, die man erkundet. Und wir haben natürlich auch den Chillerpin etc., was auch sehr nice ist. Fähigkeitskapseln gibt es hier, ich glaube, Fähigkeitenpflaster auch. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Minzen gab es, glaube ich, auch. Genau, Minzen sind auch hier unter mir. Den Beastball gibt es hier auch neben mir, was ich cool finde. Mögen die Leute auch sehr, aber die Competitive Items, da haben sie tatsächlich drauf verzichtet. Hier sehen wir nochmal in groß den DS Sound Mixer, wie auch immer. Hier haben wir die Backgrounds für die Box. Die Giratina Box sieht absolut geisteskrank nice aus. Ich mag die Glibunkelbox auch sehr gerne. Hier auch nochmal Giratina sieht ähnlich aus wie in dem Platin-Look. Hier die Rot und Blau Box auch sehr, 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 sehr cool mit den Contests. Hier mit den Startern hier oben mit Flamdi auch sehr süß. Hier auch wieder Oldschool. Weltraum auch sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, die Boxen-Artworks, Galaktik auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin ein großer Fan davon. Dann haben wir die Azurflöte. Es gibt die verschiedenen Legendary Events, wie zum Beispiel Arceus, Shaymin, Darkrai war das Pokémon, was mir entfallen ist. Diese Event gibt es alles in-game. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir die einfach so zocken können. Das ist so cool. Das ist so cool. Freue ich mich sehr drauf. Tornupto hat nach wie vor immer noch nicht seine Flamme in seinem Sprite bekommen. Actually sehr, sehr schade. Wir hassen es. Alle meine Zuhausis hassen es. Ich bin kein Fan von. Dann haben wir hier die verschiedenen Sticker für die Pokébälle. Wir haben die Buchstaben nicht mehr, die es vorher gab. Aber man kann damit auf jeden Fall bestimmt sehr viele coole Varianten machen. Ich sehe auf jeden Fall schon im ersten Moment. Natürlich kann man sich noch nicht direkt darunter vorstellen, wie die dann in-game aussehen werden. Aber ich sehe schon zum Beispiel hier oben, das hier sieht sehr, sehr cool aus. Die Flammen hier oben, sehr, 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 sehr geil. Hier oben rechts. Ich glaube, da lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Und da werden wir auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Dann sehen wir hier zum Beispiel, wie Shiny-Pokémon aussehen werden. Im Boxen, beziehungsweise im Trainersystem, im Pokémon-Beutel-System. Ihr wisst, was ich meine. So wird das Ganze hier aussehen mit dem Shiny-Emblem hier unten. Und dann eben Shiny-Papinella. Und so sieht das Ganze aus, wenn Shiny-Pokémon euch hinterherlaufen. Die sieht man auch weiterhin wieder in der Overworld, was ich sehr, sehr cool finde. Hier haben wir ein Bild, wo Ken Sugimori und Junichi Masuda in Strahlen, Diamant und Leuchtende Perle sind. Beide mit ihrem Lieblings-Pokémon und ihrem Lieblings-Pokémon auf ihrem Shirt. Finde ich sehr cool. Die waren ja früher die Game Freak-Mitarbeiter und die sind hier mit verewigt
finde ich, ist ein ultra, ultra, ultra nices Feature. Als nächstes haben wir hier Giratina im, ich habe keine Ahnung, wie dieser Ort heißt, aber dort hat man da mit der Pearl damals auch schon Giratina gefangen. Den können wir nach wie vor hier fangen. Dann kann man Togepi unten im Untergrund fangen, was auch cool ist für viele Leute, die Togekiss schon früh haben wollen. Ich weiß nicht, ob man trotzdem Togepi von Cynthia geschenkt bekommt. Ich weiß gar nicht, ob es in Diamond Pearl auch schon war. Ich glaube schon, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber man kann Togepi auch im Untergrund fangen. Dann sehen wir ein Bild, wo Leute spekulieren. Gerade Eclipse ist Italiener, wie gesagt ein Data Miner, und er meinte, yo, das ist doch Venedig, oder? Das ist also, und da spekulieren jetzt viele Leute, dass tatsächlich die 9. Gen in Italien stattfindet. Allgemein Venedig, Italien, so, ne, ihr wisst, was ich meine, so in dem Dreh. Coole Theorie, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann sehen wir hier so die ersten Einblicke vom GTS, wie das Ganze ausschaut. Finde ich, ist cool gemacht. Hier kann man die einzelnen Pokémon suchen. Hier sieht man, wo die alle verfügbar sind. Ist eigentlich ganz nice. Dann haben wir hier die Items, die alle ausgegraben werden können. Einmal die verschiedenen TM-Items sind das hier, glaube ich. Dann haben wir hier wieder so Glattbrocken, Nassbrocken etc. pp. Hier der Heißbrocken, verschiedene Fossilien, verschiedene Knochen, Blattstein haben wir hier, Feuerstein haben wir dort. Hier haben wir auch noch den Spiritkern, den man ausgraben kann. Wie gesagt, die ganzen verschiedenen Fossilien. Hier haben wir auch nochmal, ah ne, das hier ist der Feuerstein, was ist das hier dann? Was habe ich zu, ne, das ist der Altbernstein, habe ich hier zu Feuerstein gesagt? Perfekt, hier haben wir den Feuerstein, Wasserstein, Donnerstein etc. pp. Hier gibt es allgemein die ganzen Steine, Herzschuppen haben wir hier wieder, Beleber kann man wieder ausgraben, die Sphären, den Mondstein. Auch wieder sehr, 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 sehr cool. Hier haben wir einen Einblick von den Sperrsäulen mit dem Arceus-Event, sehen wir hier die Treppe nach oben. Okay, perfekt. Ich habe nur das eine Bild genau noch. Perfekt. Hier oben wird das Arceus-Event dann stattfinden. So wie damals auch in den Hauptgames. Dann haben wir hier die Zerrwelt, die leider nur der Raum ist, in dem es später ein Fight gegen einen. Ich spoiler's mal noch nicht, aber ich werde gleich drüber reden. Auf jeden Fall gibt es die Zerrwelt als Raum in diesem Park, wo die ganzen Legendaries am Ende sind. Ich habe den Namen vergessen, aber dort gibt es tatsächlich die Zerrwelt, beziehungsweise den Zerrraum heißt der. Hier sehen wir noch verschiedene Räume. Ich habe keine Ahnung, welche Legendaries es hier zu geben wird. Aber sieht sehr, sehr cool aus mit den Dragoran-Statuen. Ich nenne mal so, es ist halt nicht Dragoran, aber die Drachenstatuen, die wir auch schon aus diversen Malen kennen. Hier haben wir noch einen weiteren Raum. Hier gibt es wahrscheinlich die Regis zu fangen. Hier gibt es ein anderes Trio. Ich weiß nicht welches. Hier haben wir auch noch ein Trio. Ich weiß nicht, ob. Ne, ich habe keine Ahnung, was die beiden hier darstellen sollen. Hier haben wir nochmal einen Legendary-Raum. Hier haben wir nochmal einen Legendary-Raum. Hier haben wir nochmal einen Legendary-Raum. Ich glaube, das sind zwei verschiedene oder ist nur aus einer anderen Ansicht. Hier haben wir einen Mewtwo-Raum. Finde ich sehr cool, dass man hier sich für das Labor entschieden hat. Hier haben wir nochmal einen weiteren Blickwinkel auf diesen Zerrraum. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal aus einer komplett anderen Sicht. Und hier haben wir eine Ansicht von den ganzen Cartridges, von den ganzen Aktivierungs-Items, die man für die Räume braucht. Hier haben wir einmal von Mewtwo, hier haben wir von Zapdos, Arctos, Lavados, hier haben wir von Rayquaza in der Game Advance Variante. Ultra nice, ultra cooles Feature. Dann Shiny Pokémon kann man in der Overworld nicht Shiny sehen, scheinbar im Untergrund. Ultra sad. Genauso wie man auch Starter erst in Shiny sieht, wenn man die ausgewählt hat, nicht in der vorher in der Auswahl. Allerdings können, wie gesagt, Shiny Pokémon einem hinterherlaufen und es gibt diese neue Shiny-Animation, was auch sehr, sehr hübsch ist. Ich glaube, es gibt auch wieder verschiedene Shiny-Animationen, aber keine Square-Shinies mehr. Dann haben wir hier ein Bild vom Rotom-Raum, wie der Ganze aussieht. Rotom kann man erst nach der Liga fangen, wie damals auch in Diamond und Pearl. Und hier ist der Raum dazu. Dann, nachdem ihr die Liga oder, wie war das, nachdem ihr den National Dex durch habt, glaube ich war das, oder nachdem ihr die Liga durch habt, das Main Game, werden die Pokémon im Untergrund auf Level 60 sein. Okay, das ist sehr cool, erinnert so ein bisschen an die Naturzone. Ist cool fürs Late Game direkt, die da auf Level 60 zu haben. Und manche Pokémon können auch seltene Items tragen. Ebenfalls ein sehr cooles Feature. Dann haben wir hier weiß man nicht. Ist halt bei dieser Kathedrale in Herzhofen. Im nächsten Screenshot hier sieht man es ganz gut. Bei der Kathedrale in Herzhofen. Und dort gibt es dieses Ding. Manche sagen, es sieht aus wie eine Frau. Manche sagen, es ist vielleicht eine neue Arceus-Form. Keine Ahnung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr hier rein interpretiert. Würde mich sehr interessieren, was ihr darin so seht. Als nächstes haben wir hier nochmal ein besseres Bild von den Cartridge. Also nicht besseres Bild, aber ein Bild mit Kyogre und Groudon.
Und das hier ist Deoxys, wahrscheinlich, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Haben wir auf jeden Fall noch ein Bild von den verschiedenen Cartridges. Dann haben wir hier den Battle Tower. Der ist absolut gigantisch. Holy shit, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Pokémon und Bäume. Hier, dort in diesem Zerraum gibt es invertierte, heißt der invertiert? Ich glaube ja, invertierte Controls. Also Steuerung. Das heißt, wenn ihr nach oben drückt, dann läuft ihr nach unten. Wenn ihr nach unten drückt, läuft ihr nach oben. Blablabla, ihr kennt das Ganze. Dann haben wir ein Bild von Palkia und der Red Chain aus der Hauptstory. Dann kann man gegen den Vater von Barry wieder kämpfen im Battle Tower, so wie wir es ja schon kennen, als Boss. Allerdings finde ich ein bisschen enttäuschend, der hat Cynthias Kampfmusik. Komplett random. Die hatten doch damals im Battle Tower eigene Themes, oder nicht? Warum hat man dem... Vielleicht wird es ja noch angepasst, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Bild von Rayquaza, wenn es einem hinterherläuft. Süß. Sehr, sehr süß. Das ist teilweise schon echt weird. Das habe ich auch damals ja schon kritisiert, dass die Pokémon, die einem hinterherlaufen, ein bisschen wacky aussehen. Regigigas kann man ganz normal in dem Game fangen, nachdem man sich die Regis geholt hat. Und es gibt Shadow Giratina. Das ist Giratina in dem Zerraum, gegen das man kämpfen kann. Und wenn man gegen das gewinnt, das ist quasi wie ein Bosskampf. Man kann es nicht fangen, aber man kann gegen es kämpfen. Wenn man gewinnt, bekommt man den Platinum Orb für diese Giratina-Form. Okay? Das heißt, ihr könnt Giratina an dem anderen Ort fangen. Hier könnt ihr euch allerdings den Platinum Orb holen von diesem Boss Giratina. Ultra cool. Ultra cool gemacht. Dann haben wir hier den Kampf-Battle-Background von Arceus, der sehr, sehr nice aussieht. Arceus sieht allgemein auch in-game sehr, sehr cool aus. Sehr, sehr riesig. Hier haben wir die editionsspezifischen Unterschiede der jeweiligen Spiele. Könnt ihr hier, wenn ihr euch für interessiert, könnt ihr Pause drücken und könnt euch das Ganze anschauen. Hier haben wir auch nochmal ein Bild von Gyarados, wenn es einem hinterherläuft. Auch sehr, sehr süß und sehr, sehr winzig. Und das war's tatsächlich. Perfekt, das waren die ganzen Screenshots, die ich euch zeigen wollte. Ich wollte da keine 40 Videos draus machen und dachte mir jetzt, 3 Tage vor Release, kann man das Ganze doch mal so ein bisschen zusammenfassen und sich jetzt gemeinsam auf die Games freuen, denn es wurde tatsächlich doch noch einiges geändert, was ich ja in den letzten Videos so ein bisschen kritisiert habe. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und bin sehr gespannt, wohin die Reise mit Strahlender Diamant und Leuchteperle uns führen wird. Falls ihr das Ganze nicht verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne unten in der Videobeschreibung meinen Twitch-Link abchecken. Dort werde ich das Ganze am 19. streamen. Wir werden da gemeinsam das Spiel durchspielen. Es wird sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr hyped drauf. Ich freue mich ultra drauf. Es wird sehr cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.